sagen, starten wir offiziell auch mit der Aufnahme. Und ich begrüße Sie nochmal herzlich zum ersten Kulturbasar, zur ersten Veranstaltung Kulturbasar von Engagement in der Kultur. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind heute Abend mit uns, auch gerade, weil es ja nicht so einfache oder nicht die leichtesten Zeiten sind, um ein Engagement zu beginnen oder vielleicht auch gerade, aber auf jeden Fall besondere Zeiten. Deswegen umso schöner, dass Sie mit dabei sind. Was haben wir heute vor? Ich würde Ihnen gern erstmal kurz was über das Projekt Engagement in der Kultur erzählen. Ganz kurz eine Folie. Und dann starten wir mit dem Kulturbasar, also dem eigentlichen. Dann würde ich auch ganz kurz, auch nur eine Folie, Ihnen nochmal sagen, wo Sie noch mehr Kulturangebote finden können. Denn ich stelle Ihnen nicht alle vor. Es gibt trotz Corona noch viel mehr. Und am Ende nochmal 5 Minuten für den Punkt, so einfach funktioniert's. Soll heißen, dass ich Ihnen noch mal kurz sage, wie Sie zu Ihrem freiwilligen Engagement kommen, also was die nächsten Schritte sind, wenn denn heute oder beim Stöbern was dabei ist oder eben nicht. Genau. Angesetzt sind ist eine halbe Stunde, also ich werde etwa ab jetzt eine halbe Stunde was erzählen und dann gibt es noch mal viel Raum für Fragen, wenn Sie denn welche haben. Damit Sie, ich finde es immer ganz angenehm, wenn man weiß, wie lang das Ganze geht. Bevor wir richtig starten, mit dem Kulturbasar, wie versprochen, einmal kurz, was ist überhaupt Engagement in der Kultur? Und Engagement in der Kultur ist ein Projekt des Freiwilligenzentrums und ist spezialisiert auf den Bereich Kultur. Das heißt, wir machen genau dasselbe wie das Freiwilligenzentrum. Wir bieten Beratungen und Schulungen für die Einrichtungen, aber auch für die Freiwilligen, so wie Sie oder die, die es vielleicht noch werden möchten. Und wir sind eine Sammelstelle für die Angebote der Einrichtungen. Vielleicht hier ganz kurz Angebote. Klingt immer irgendwie nach Verkaufen, aber Angebote bedeutet nichts anderes wie eine Einsatzmöglichkeit für ein freiwilliges Engagement. Und hier sehen Sie rechts auf dem Schaubild nochmal, dass bei uns der Name quasi Programm ist, dass wir das eben im Bereich Kultur machen. Das heißt, dass Kultureinrichtungen bei uns ihre Angebote schalten können und kulturbegeisterte oder interessierte Freiwillige, so wie Sie vielleicht, sie können sich dann das passende Engagement raussuchen. Also wir versuchen auch, die Angebote der Kultureinrichtungen sichtbar zu machen und bei dem ganzen Prozess unterstützend zur Seite zu stehen für die Einrichtungen wie auch die Freiwilligen und die, die es noch werden möchten. Und möglichst viele Freiwillige würden wir auch gern erreichen. Unter anderem mit Veranstaltungsreihen wie dieser, auf der Sie sich heute auch befinden. Wir sind quasi mittendrin. Und das ist ja das erste Mal, dass wir Kulturbasar veranstalten. Deswegen vielleicht ganz kurz, was wir uns eigentlich gedacht haben. Und zwar soll Kulturbasar eine regelmäßige Veranstaltung sein, das heißt etwa alle 2 bis 3 Monate. Und dabei soll kurz und knackig eine bunte Auswahl der aktuellen Kulturangebote gezeigt werden. Also das soll wirklich so eine Art Überblickscharakter haben. Wir gehen gar nicht in die Tiefe von den einzelnen Angeboten, sondern es soll eher wie auf dem Basar sein aus verschiedenen Kulturbereichen, also verschiedenen Gewürztöpfchen wie auf dem Basar. Stelle ich Ihnen immer eine Einrichtung vor, weil es gibt so viele Kultureinrichtungen auch in Wiesbaden, die man nicht auf dem Schirm hat. Deswegen stellen wir die ganz kurz vor, überblicksartig und dann eben mit dem aktuellen Angebot, der Einrichtung. So ist der Plan. Sie sehen da unten die verschiedenen Bereiche, also quasi die verschiedenen bunten Töpfchen. Ich ratter die jetzt nicht alle runter, aber damit Sie sehen, dass es wirklich eine Vielzahl von genau Bereichen gibt mit noch mehr Einrichtungen darunter und vielen Angeboten. Und davon gibt es eine bunte Auswahl auf dem Kulturbasar. Und heute mit dabei ist der Bereich Bühne und Theater, Kultur und Natur, historisches Erbe,
bildende Kunst, Musik, kulturelle Bildung und gestern und heute Kultur erzählen und leben. Darauf können Sie sich einstellen. Und bevor wir starten, würde ich Sie aber noch bitten oder Ihnen mit auf den Weg geben, dass, wenn Sie ein Angebot gleich anspricht, wie gesagt, ich mache das kurz und knackig, aber wenn Sie irgendwas interessiert oder Sie denken, ach, da würde ich mir ja gerne mehr Infos zu einholen, dann notieren Sie am besten sich einfach die ID-Nummer. Das klingt jetzt auch so hochtrabend, dient aber einfach nur der Zuordnung. Bei uns hat nämlich jedes Angebot eine ID-Nummer und mit der kann man ganz einfach das dann später wiederfinden, entweder Sie oder wir im Freiwilligenzentrum. Ich habe das immer so aufgeschrieben, dass die ID-Nummer dort steht, der offizielle Name und unten drunter so ein paar Stichpunkte zum Angebot, ganz kurz. Genau. Dann starten wir mal mit dem Eigentlichen, nämlich mit dem Kulturbasar. Und als erstes, Sie sehen es oben in rosa, würde ich Ihnen gern aus dem Bereich Bildende Kunst das Projekt Tiny Bee vorstellen. Das ist eine Ausstellung, die diesen Sommer startet. Und zwar Juni bis September wird die sein. Und das ist ein ganz spannendes Projekt, nämlich eine Ausstellung im Raum Frankfurt-Rhein-Main mit 10 bewohnbaren Skulpturen von internationalen Künstlern. Da geht es also auch um alternative Wohnformen, aber eben auch im Bereich Kunst und genau, Architektur. Also 10 bewohnbare Skulpturen von verschiedenen internationalen Künstlern. Also sehr spannendes Projekt und die Tätigkeiten, die ich Ihnen gleich vorstelle, sind alle am Computer. Das heißt, man kann sofort starten und wie Sie am Bild sehen, gibt es aber trotzdem regelmäßigen Austausch. Und Tiny Bee sucht momentan, jetzt geht es in die heiße Phase bei denen, wie gesagt, im Juni startet es, die suchen eine Übersetzerin für Englisch-Deutsch für die Vorbereitung des Skulpturenparks, also der Ausstellung. Das heißt, Sie suchen jemanden, der muttersprachlich Englisch ist oder das zumindest das Niveau von Muttersprachle hat. Denn jetzt muss es kurz vor knapp quasi, gilt es, so Presse, Marketingtexte und Werbung schnell und qualitätssicher und zuverlässig quasi zu übersetzen, weil das Ganze international ist und genau auch internationale Besucher hat und ja, Besucher anspricht. Genau. Vielleicht interessiert Sie das. Es gibt noch ein Angebot, da gehe ich gar nicht näher drauf ein. Das ist Reisekauffrau, Reisekaufmann wird auch zur Vorbereitung von der Ausstellung gesucht, der einfach die Besucher und die Unterbringung koordiniert. Springen mal zum nächsten Bereich. Das wäre aus dem Bereich Kultur und Natur, das Schloss Freudenberg. Das kennen bestimmt viele von Ihnen. Auch Schloss Freudenberg wird auch Erfahrungsfeld der Sinne genannt und hat dieses Erfahrungsfeld der Sinne. Hat aber auch eine große Grünfläche mit dem mit so verschiedenen Erfahrungs- und Entdeckungswegen einfach. Also Sie sehen das unten bei den Bildern für groß und für klein. Das wirklich, die haben ganz tolle Sachen in ihrer Grünfläche, also ob Barfußfahrt oder für Kinder ein Kindergarten. Also ein Kindererfahrungsgarten, kein Kindergarten, genau. Also da gibt es wirklich auch eine schöne Einrichtung und die suchen für dieses große, für die große Grünfläche eben Garten- und Landschaftspflege. Wir pflegen alles, was wächst und gedeiht. Bedeutet einfach, auch hier ist der Name Programm, die suchen wir für Landschaftspflege, Baumpflege, aber auch Felder und Wiesen. Die haben eine Gärtnerei im Rosengarten. Feld oder Baumschule. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Dinge dort zu tun. Sie müssen kein Profigärtner sein und Sie sollen auch nicht die ganze Grünfläche beackern. Aber wenn Sie Interesse am Garten haben und an wirklich netten Leuten, es gibt auch Anleitungen, also ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie einfach mal anrufen und dann zusammen im Schloss Freudenberg einfach mal sich austauschen, was Sie gern machen würden und was auch gebraucht wird dort. Also super spannend, wer gern draußen ist und dabei nette Leute und Kultur erlebt. Die suchen auch, nur so als kleiner Teaser, Handwerker. Bedeutet wieder nicht, dass Sie Handwerker sein müssen, aber da gibt es natürlich auch viel
zu reparieren, mal auf den Wegen oder Fenster streichen oder solche Sachen. Auch da müssen sie nichts können, handwerklich natürlich einfach Lust haben, mit anzupacken. Auch was super Schönes jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht für den einen oder anderen zumindest. Genau. Weiter geht's mit dem Bereich Musik. Da würde ich Ihnen gerne die Einrichtung Stiftung für klassische europäische Musik vorstellen heute. Die veranstaltet und fördert Konzerte im Orchester- und Kammerorchesterbereich, also im Bereich der klassischen europäischen Musik. Und die machen auch verschiedene andere Veranstaltungen, also nicht nur Musikabende, sondern auch Vorträge und alles Mögliche rund um das Thema. Und geleitet wird das Ganze von Herr Backofen, das ist ein Dirigent, vielleicht kennt der ein oder andere den, wer in der klassischen europäischen Musik bewandert ist, kennt ihn vielleicht. Und auf jeden Fall sucht die Stiftung für die Organisation eben engagierte Mitarbeiterinnen mit Freude am Organisieren für die musikalischen Events. Also da wird jetzt auch schon wirklich geplant, wenn Sie Lust am Organisieren haben, das ist sehr ein anspruchsvolles Ehrenamt, denn die suchen wirklich jemand, der von Beginn an mit Lust hat, richtig mit anzupacken und zu organisieren und koordinieren. Das heißt, vom Anfang an die Kostenauflistungen erstellt, die Öffentlichkeitsarbeit macht, auch das Sponsoring. Also da kann man sich wirklich einbringen und vom Anfang bis zum Ende, denn auch an den eigentlichen Terminen wird da Unterstützung gesucht. Genau, auch hier kann man einfach mal, wenn einem das ein oder andere Punkt einen anspricht, kann man einfach mal anrufen, denn man kann das auch splitten vielleicht. Also wenn Sie sagen, die Organisation, die liegt mir, darauf habe ich Lust, dann können Sie jetzt im Vorfeld vielleicht gleich starten. Aber wenn Sie lieber an einem Event selber Gästebetreuung machen, Stühle rücken oder kassieren oder was auch immer, dann kann man auch sicher das getrennt nochmal sich dafür einsetzen. Genau, das aus dem Bereich Musik. Aus dem Töpfchen gestern, heute Kultur erzählen und leben, habe ich Ihnen heute den BDV Landesverband Hessen mitgebracht. Bedeutet Bund der Vertriebenen, Landesverband Hessen einfach. Und die beschäftigen sich mit dem mit Osteuropa und der Kultur Osteuropas und bieten sowohl im Gestern wie auch im Heute und bieten Beratung für zum Beispiel Migrierte aus dem Bereich oder beschäftigen sich auch ganz viel mit dem Gestern, also mit Vertriebenen und Spätaussiedlerarbeit. Und pflegen auch das kulturelle Erbe im östlichen Raum, bedeutet, bringen möchten diese Kultur auch hier näher bringen, sage ich mal, genau. Und das versuchen die auch jetzt versuchen das ein paar modernere Kanäle dafür zu wählen und das ein bisschen auszubauen. Und auch hier gibt es ein super spannendes Angebot. Auch hier gilt, sie müssen nicht alles können. Und zwar suchen die jemand für Kommunikation und PR, Fotografie und Video. Bedeutet einfach, dass sie sowohl Text schreiben können für verschiedene Kanäle, also für die Homepage, für Podcasts. Sie haben jetzt angefangen, Podcasts zu machen. Die breiten oder bauen die Social-Media-Kanäle aus. Da braucht jemand, der die betreut, der Content da liefert. Wem das gefällt, der kann da einsteigen. Oder auch einfach, wenn sie Lust haben, zu fotografieren, dann können sie dort auch anrufen. Die brauchen immer gute Fotos oder kleine Filmchen. Oder wenn sie ein Hobby haben und da einen Online-Workshop machen möchten, also aus irgendeinem Lieblingsbereich von Ihnen, was so in die Richtung der Kommunikation, der PR, des Social Media geht, dann können Sie auch das machen. Also das ist wirklich wieder so ein Angebot, Sie müssen das nicht alles machen, aber wenn Sie einer der Punkte anspricht oder Sie gerne kreativ sind und da das irgendwie einbringen möchten, dann auch hier die Damen, die da ans Telefon gehen werden, die sind super nett, dann rufen Sie einfach an und dann ist das eher sowas, wo Sie zusammen mit dem Bund der Vertriebenen mal schauen können, was Ihnen liegt und was gebraucht wird. Genau, also auch ein sehr freies Angebot und sehr nette Menschen dort vor Ort.
Es geht weiter mit dem Bereich Bühnen und Theater. Da möchte ich Ihnen gerne das WAPEC, also das Wiesbaden Performing Arts Center, vorstellen heute. Das ist ein englisches Theater. Das heißt, alle Stücke sind auf Englisch, die die machen. Und es gibt auch sehr viele Engländer bzw. Amerikaner oder Menschen, die Englisch sprechen. Es sind alle ehrenamtlich, die dort mitwirken. Und ganz wichtig ist aber, dass sie sich nicht abschrecken lassen von dem Englischen, denn die haben ausdrücklich gesagt, dass auch deutschsprachige Freiwillige herzlich willkommen sind. Sie können vielleicht dann kein Schauspieler werden, wenn sie nicht gut Englisch können, weil die Texte nur mal auf Englisch sind. Das wird dann sehr schwierig. Oder sie können gut auswendig lernen oder schnell Englisch lernen. Aber sie suchen nämlich ganz viele in ganz vielen Bereichen wen. Nämlich zum Beispiel Schauspieler, dafür müssten sie Englisch können, Regie wahrscheinlich auch, aber auch Make-up, Kostüme, Requisiten, Bühnenbilder, also alles rund ums Theater. Leute, die die Kasse machen, die Stühle rücken. Was einem alles einfällt, rund ums Theater, und hoffentlich spielen die ja auch bald wieder. Das heißt, da gibt es dann auch vor Ort Bar, genau, also alle Bereiche, die Ihnen einfallen. Es ist eine super nette Truppe auch und auch sehr offen. Also wenn Sie das interessiert, dann scheuen Sie sich nicht, auch wenn Sie nicht Englisch können oder nicht gut Englisch können, dass jeder willkommen, der ein Interesse an der englischen Sprache hat und vielleicht auch an der Kultur. Es sind auch, wie gesagt, wirklich nette Leute und ein lustiges Team, und man kann einfach mal anrufen, wenn einen das denn interessiert, damit zu wirken. Der vorletzte Bereich, den ich heute Ihnen gerne vorstellen würde, ist der Bereich kulturelle Bildung. Und da möchte ich Ihnen ein Projekt vorstellen oder einen Verein, den ich persönlich ganz toll finde, und zwar die Kunstwerker. Ausgeschrieben heißen die Kunstwerker Wiesbadener Kinder- und Jugendkunstschule e.V., also sind ein gemeinnütziger Verein. Und das ist ein Zusammenschluss von Künstlerinnen, die versuchen oder die sich als Ziel gesetzt haben, Kunst für und kulturelle Bildung für alle Kinder und Jugendliche niederschwellig auf zugänglich zu machen und auf die Straße zu bringen quasi. Das ist wirklich jeder willkommen, und das Ganze ist kostenfrei. Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie es noch nicht kennen, dass in den verschiedenen Stadtteilen Wiesbadens gibt es feste Anlaufpunkte. Zum Beispiel im Bergkirchenviertel ist gegenüber von der Schule so wie so ein eingezäunter Bereich. Und dann ist klar, dass dort jeden Mittwoch jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr sind da Künstlerinnen vor Ort und haben was vorbereitet. Und jedes Kind kann ohne Bürokratie, ohne Geld einfach hinkommen, auch alleine, theoretisch auch alleine, aus welchen Gründen auch immer, und kann da 2 Stunden bei den vorbereiteten Angeboten einfach mitmachen. Das ist von Töpfern bis Malen oder was basteln. Und die machen das auch jetzt gerade in Corona. Da sehen Sie links auf dem Bild, verteilen die gerade Kunst to go. Es ist gerade schwierig, dass die Kinder da wirklich 2 Stunden zusammen was machen können. Aber für viele Kinder ist das halt auch ein Haltepunkt, muss man so sagen. Und da gibt es aber weiterhin so Bastelpakete zum Abholen. Also ein wirklich toller Verein, der sich Mühe gibt und bestimmt auch viele da abholt. Und die suchen auf jeden Fall einen Elektriker oder jemand, der sich gut mit Elektrik auskennt. Denn die haben auch, abgesehen von den einzelnen Stadtteilen, gibt es auch ein Atelier, und das bauen die gerade um. Und da brauchen die eben jemand, der 2 Halogenröhren repariert. Die haben das selber schon mehrfach versucht, bekommen es aber einfach nicht hin. Und auch es gibt auch ein paar Strahler und so eine Lichtschienen, die repariert werden müssen. Also sie haben es wirklich schon versucht, bekommen es nicht hin. Und wie gesagt, das ist ein gemeinnütziger Verein. Also wenn Sie jemanden kennen, der wirklich fit in Elektrik ist, am besten Elektriker. Elektrik ist ja immer so eine Sache. Genau, man muss auch nicht alles machen, aber vielleicht, wenn Sie jemanden kennen, der sich es mal anschaut vielleicht und weiterhelfen kann, dann wäre denen schon sehr geholfen. Das ist ein Angebot. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Bereich, nämlich historisches Erbe.
Und aus diesem Bereich würde ich Ihnen gerne den Burgverein Frauenstein vorstellen. Sie sehen hier die schöne Burg Frauenstein, einmal links vor der Restaurierung und rechts nach der Restaurierung. Da sieht man schon, was der Burgverein Frauenstein vor allem macht. Der setzt sich nämlich für die Erhaltung ein und aber auch für den macht da Führung, wenn jetzt nicht Corona ist. Und genau, verwaltet alle historischen Daten, hat auch ein großes Archiv und so weiter. Auf jeden Fall sucht der Burgverein Frauenstein jemand für die Gartenarbeiten auf der schönen Burg. Und da kann man auch vom Rosenschneiden bis Unkraut jäten. Sie sehen da ja auch schon oder können es erahnen, da ist auch viel zu tun. Die haben eine große Gartenfläche und da sind auch Aufräumarbeiten immer mal zu tun. Und auch hier ist es der zeitliche Rahmen nach Absprache. Also wenn Sie Lust haben auf Gärtnern oder Lust haben auf eine Burg, ich finde, das ist eine super Gelegenheit. So nah und auf diese Weise kann man wahrscheinlich sonst keine Burg erobern. Genau. Die Leute sind auch sehr nett, die das machen, mit denen ich zumindest die, mit denen ich bisher gesprochen habe. Und die sind auch bestrebt, also wenn sie da Interesse haben, historisch beim Gärtnern was zu erfahren, dann sind die da sehr froh und sehr erzählfreudig. Also Führungen sind ja gerade nicht zu Corona, aber wenn sie doch mal ein bisschen anderes Flair haben möchten und ein bisschen kulturellen Input, dann empfehle ich Ihnen dieses Angebot beim schönen Gärtnern und noch was über die Burg erfahren. Ist bestimmt eine nette Abwechslung in dieser Zeit. Genau, das gibt es auch. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf der Angebote oder ein paar der aktuellen Angebote aus verschiedenen bunten Bereichen, die es in der Kultur so gibt. Wir haben aber noch viel mehr aktuelle Angebote, auch trotz Corona. Das war quasi nur ein kleiner Teaser. Und zwar finden Sie die auch alle auf unserer neuen Homepage, nämlich engagement-in-der-kultur.de. Also einfach zu merken und einfach aufzuschreiben. Und ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot von der Startseite gemacht. Und da sehen Sie unter Kulturangebote. Ja, selbstredend finden Sie da alle Angebote, einmal im Menüpunkt und einmal mit der netten Dame. Ist egal, worauf Sie klicken, beide Wege führen zu den Angeboten. Und da finden Sie wirklich alle aktuellen Kulturangebote, die es über das Freiwilligenzentrum gibt. Also auch die, die ich gerade im Schnelldurchlauf durchgerattert habe, können Sie da nochmal in Ruhe und ausführlich sich anschauen. So, das war der erste Block. Ich würde gleich gerne einfach Ihnen noch in 5 Minuten sagen, wie das Ganze funktioniert. Würde aber trotzdem gerne an der Stelle mal ganz kurz, also wirklich nur für dringende Sachen, einhaken und fragen, ob Sie Fragen haben, quasi bis hierhin. Also dringende Fragen. Gleich gibt es nochmal, da können Sie alles in Ruhe fragen, aber jetzt ist eine gute Gelegenheit, falls es noch irgendwas ganz Dringendes gibt. Nein, okay, dann machen wir weiter. Und zwar, wie es funktioniert. Und zwar erstmal, wie es funktioniert, wenn Sie was gefunden haben. Also wenn Ihnen gerade eben irgendwas gefallen hat oder aber wenn Sie irgendwann nochmal auf der Kulturseite nochmal die anderen Angebote durchstöbern. Also, so funktioniert es erstens. Sie suchen sich ein Angebot aus, was Ihnen gefällt. Schritt 1. Und wenn Sie dann eins gefunden haben, dann gibt es zwei Optionen. Die Option 1 ist, dass die Kontaktdaten auf dem Angebot stehen, also die Kontaktdaten der Einrichtung, der Kultureinrichtung, da wo es hingeht. Wenn dem so ist, dann super, dann selbstredend, dann können Sie natürlich direkt anrufen oder eine Mail schreiben und mit den Leuten von der Einrichtung Kontakt aufnehmen. Es gibt aber noch eine zweite Option, nämlich dass die Kontaktdaten nicht direkt auf dem Angebot stehen. Das hat einfach den Grund, das können Sie sich vielleicht vorstellen, zum Beispiel bei dem kleinen Theater oder bei kleinen Kultureinrichtungen, das sind oft selber Ehrenamtliche, die haben dann kein Diensthandy oder so, sondern die geben dann ihre private Handynummer an. Und wir bewerben ja auch die Angebote über Facebook, über Instagram, über YouTube. Ne? Also so, die sind breite Öffentlichkeit zugänglich und das
bisher vielleicht, können Sie ja vielleicht auch nachvollziehen, dass das nicht immer, dass man das nicht immer da seine Handynummer draufschreiben möchte. Wie auch immer, also es gibt die Option, dass die Kontaktdaten der Einrichtung nicht direkt auf dem Angebot stehen. Dann ist es aber genauso einfach. Dann können Sie nämlich einfach uns, also das Freiwilligenzentrum, kontaktieren, entweder anrufen oder einfach mailen. Und wir geben Ihnen dann direkt die Kontaktdaten von der Einrichtung weiter und dann können Sie direkt anrufen. Also genauso wie Schritt 1, super einfach, nur dass wir als Freiwilligenzentrum nochmal zwischengeschaltet sind. Dafür sind wir da, also wir machen das gerne, scheuen Sie sich nicht. Es ist aber auch einfach, wenn Sie jetzt nichts gefunden haben oder auch nichts auf der Webseite finden, die sich aber doch engagieren möchten oder wenn Sie vielleicht über den Bereich Kultur hinaus gern ein Ehrenamt hätten, denn es gibt ja noch ganz viele andere spannende oder schöne Bereiche, also zum Beispiel die sozialen Engagementmöglichkeiten. Also, wenn Sie nichts gefunden haben, ob für den Bereich Kultur oder darüber hinaus, dann können Sie auch einfach einen kostenfreien Termin mit unseren Beraterinnen, die Sie da unten auf dem Foto sehen, sehr freundliche Damen, vereinbaren. Es kostet auch nichts und dann können Sie telefonisch oder persönlich, also momentan nur telefonisch, aber hoffentlich bald auch wieder persönlich, Beratungsgespräch mit einer der Beraterinnen machen. Dann können Sie nämlich einfach zusammen mal schauen, woran Sie eigentlich Interesse haben, was Sie interessieren würde, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen, was Sie erwarten und so weiter und so fort. Und die Beraterinnen, die haben eben fast alle Angebote im Kopf und können dann Ihnen quasi eine Palette von Angeboten mit nach Hause nehmen, die sehr wahrscheinlich zu Ihnen passen oder die Sie auch interessieren. Und dann geht das Prozedere von eben los, dann rufen Sie direkt dort an und machen Termin aus mit der Einrichtung, wenn Sie denn möchten. Für die Terminvereinbarung steht hier direkt die Telefonnummer, wenn Sie die gerade abschreiben möchten. Ansonsten finden Sie alles auch auf der Homepage, also müssen Sie jetzt nicht mitschreiben. Genau, Sie können auch eine Mail schreiben, wer nicht gern telefoniert. So. Hier ist nämlich noch einmal, das war jetzt ja auch viel Input. Wir haben ganz im Schnelldurchlauf geklärt, was eigentlich Engagement in der Kultur. Dann hatten wir den Kulturbasar mit all den verschiedenen Kulturbereichen und den Kultureinrichtungen und deren Angebote und dann noch, wie es funktioniert. Das können Sie aber auch alles noch mal ganz in Ruhe auf der Website der von eben, also Engagement in der Kultur-Website nachlesen. Diesmal unter dem Bereich Kulturzeit. Da habe ich alles reingepackt, was für kulturinteressierte Freiwillige oder die dies noch werden möchten, relevant ist. Auch noch mal detaillierter, wie hier eben schnell dargestellt. Genau, da können Sie noch mal alles nachlesen. Sie können natürlich auch jederzeit mich anrufen, also Engagement der Kultur, da steht auch hier die Telefonnummer, zwei Stück gibt es sogar, oder Sie schreiben eine Mail. Aber auch diese Daten stehen natürlich mehrfach auf der Seite und die müssen Sie jetzt auch nicht mitschreiben. Genau. Aber vielleicht können wir ja noch die eine oder andere Frage heute hier klären, denn ich habe nur noch die Folie mit den Bildnachweisen, die ich ganz schnell überspringe, und die Folie, wo wir Ihnen danken möchten und Sie dazu einladen möchten, noch Fragen zu stellen, wenn Sie denn welche haben. Also vielen Dank, dass Sie sich die halbe Stunde genommen haben bis hierhin. Und genau, dann würde ich sagen, scheuen Sie sich nicht. Haben Sie noch Fragen? Fragen, welche Fragen haben Sie noch? Das war jetzt sehr schnell, also genau. Ich würde abgeben an Sie, wenn es denn was gibt. Und ich würde mal hier rausgehen. Kann ich Sie nämlich sehen. So. Genau, wunderbar. Also wenn es keine Fragen gibt, dann ist das natürlich auch cool. Man kann auch alles nochmal nachlesen. Aber hier wäre viel Raum. Es gibt auch keine dummen Fragen. Oder vielleicht, wenn Ihnen eine Kultureinrichtung jetzt gefehlt hat, die Sie beim nächsten Mal hören wollen, Ja, oder das einen geht. Kulturbereich, der Sie noch interessieren würde und den wir heute nicht abgedeckt haben, gerne raus damit.
Also die Idee ist auch, dass beim nächsten Mal gibt es dann andere Bereiche, sodass das immer bunter Mix, ein Zufallsmix gibt. Aber gerne sagen Sie auch, wenn Sie das nächste Mal, wie meine Kollegin schon gesagt hat, wenn Sie da Interesse an was haben oder wenn Sie, genau, auch Anmerkungen sind willkommen. So, stimmt's wahrscheinlich. Das heißt, es könnte schon sein, dass es noch mehr Kultureinrichtungen gibt, die durchaus Ehrenamtliche suchen, die das dann aber so nicht bei Ihnen veröffentlicht haben. Das ist natürlich auch auf jeden Fall möglich. Na klar, wir sind ja quasi nur eine Stelle und haben quasi eine breite Reichweite oder ein breite Kanäle. Also wir haben, es sind nicht alle Kultureinrichtungen schalten ihre Angebote über uns. Also das ist natürlich, gibt es die auch, auf jeden Fall. Klar. Also was ich jetzt sehr interessant finde, Sie haben Bereiche genannt, die ich noch gar nicht kannte. Und das gefällt mir jetzt nicht nur vielleicht für meine eigene ehrenamtliche Arbeit, sondern auch, weil man die jetzt kennt und weil man weiß, was es so alles gibt in der Stadt. Das finde ich sehr schön daran. Ja, das war so ein bisschen die Idee, denn es gibt wirklich so viele Kultureinrichtungen und auch Bereiche, die man nicht auf dem Schirm hat oder zumindest die meisten nicht auf dem Schirm haben. Und es gibt wirklich so tolle Projekte und Kulturinitiativen und die sind auch gerade trotz Corona irgendwie aktiv, nicht in ihrer eigentlichen Form, aber improvisieren. Und deswegen haben wir diese Veranstaltung gemacht. Kurz und knackig, aber dass man mal so einen kleinen Einblick kriegt, oder zumindest so ein Teaser. Man kann ja dann selber noch mal in Ruhe schauen, was die Einrichtung ist oder das Angebot. Aber genau, weil es sehr schade, wie Sie sagen, es gibt mehr, als man so kennt. Nora, magst du vielleicht auch noch mal was erzählen zum Thema kurzfristige Engagementmöglichkeiten im Kulturbereich? Die Sommersaison steht ja an. Kannst du da schon was zu sagen? Ja, also zum einen wird es jetzt natürlich zum Sommer hin noch mehr Angebote geben, sobald die Theater auch draußen spielen können. Aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, dass das Lilly, also das Lilienkarree, das ehemalige Lilienkarree, quasi jetzt auch die Möglichkeit für Kultureinrichtungen, oder besser gesagt jeden, der möchte, gibt, dort zu spielen, halt sobald Corona es zulässt, also Räumlichkeiten gibt. Und das wird sehr kurzfristig sein, dass da Leute gesucht werden und auch die ganzen Sommertheater, sobald optimistisch gesehen sind wir auf dem Weg dahin, sobald man draußen mehr machen kann und es Corona zulässt, dann kommt da auch sehr schnell Bewegung auf vielen Bereichen rein und auch dann wird sehr viel sehr kurzfristig sein. Also wenn Sie immer mal schauen oder wir haben auch die Eintagswerker, es ist quasi ein Pool, wenn Sie Lust haben, kurzfristiges Engagement sich da immer mal mitzuwirken, dann können Sie sich da quasi in einen Verteiler setzen lassen und bekommen dann alle kurzfristigen Engagements quasi über diesen Verteiler per Mail zugesandt. Also auch das, da werden dann auch die Sachen aus der Kultur sein. Es ist nicht nur Kultur bei den, ne, aber auch die Kultursachen werden darüber laufen. Also wer Lust hat, wirklich spontan bei einer Veranstaltung mitzuhelfen oder einmal beim Umzug oder ja, was man sich so alles vorstellen kann bei den kurzfristigen Einsätzen, das ist natürlich, können Sie sich gerne uns eine Mail schreiben und Bescheid geben. Dann setzen wir Sie da in den Verteiler. Wenn Sie das nicht mehr möchten, können Sie uns auch Bescheid sagen. Dann nehmen wir Sie wieder raus. Sie können ja auch mal schauen, ob das was für Sie ist, ob da Sachen dabei sind, die Sie interessieren. Genau. Und in dem Bereich Kultur, da gibt es keinen eigenen Verteiler, läuft aber alles über den eben angesprochenen Verteiler. Oder Sie schauen immer mal jetzt, wo es wärmer wird, immer mal auf die Seite einfach unter Angeboten. Da stehen auch immer die neuesten Angebote, stehen immer oben. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht auch aktuell sind, aber wenn Sie quasi tagesmäßig oder wochenweise schauen, dann sehen Sie immer oben, was neu dazugekommen ist, meistens, wenn es nicht runterrutscht, weil Altes verändert wurde. Genau, aber ja, genau, danke, Konstanze. Da kommt jetzt hoffentlich durch den Sommer viel und auch viel Kurzfristiges.
Kollegin erwähnt wahrscheinlich gleich auch noch, all diese kurzfristigen Aktionen kommen auch auf dem Facebook-Kanal vom Projekt. Ne, wer also von Ihnen bei Facebook ist und Lust hat, dem Projekt da auch direkt zu folgen, muss noch nicht mal sozusagen den Umweg über die Homepage gehen, könnte auch bei Facebook dann immer sehen, wenn was Neues kommt. Ne? Das stimmt, genau. Und es ist auch so, dass das Freiwilligenzentrum hat einen Facebook-Kanal, da wird es auch gepostet, und Engagement in der Kultur hat nämlich neuerdings auch einen. Der ist noch nicht, wir bespielen den, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass der ist im Januar erst, hat er begonnen und steckt noch in den Kinderschuhen. Also wir freuen uns immer, wenn Sie den auch abonnieren. Da ist auch immer Angebot der Woche, machen wir rein, kurzfristige Angebote, oder wenn es neue Veranstaltungen gibt, dann wird es da gepostet. Und wir geben uns auch Mühe, immer mal so ein buntes Potpourri aus der Kulturlandschaft Wiesbaden zu posten. Also wenn irgendwas, genau, immer mal so was Buntes, was es gerade so gibt, ohne System, aber was interessant ist, und genau, so die Idee. Ja, vielen Dank, dass du das noch erwähnt hast. Ja, wir haben auch von Engagement in der Kultur, machen wir auch unregelmäßig noch ein Newsletter. Auch wer da Interesse hat, fällt mir jetzt gerade noch ein, der kann mir gerne eine Mail schicken, und dann setze ich sie da auch mit in den Verteiler. Da ist auch immer das neueste Angebote, oder da haben wir auch die Rubrik Kulturkiste. Das ist ähnlich wie hier, aber genau, nur drei Angebote. Da nehme ich, suche ich immer drei Angebote raus. Pack sie in die Kulturkiste. Der ist auch immer, ich versuche ihn immer sehr kurz zu halten, aber auch da sind so Sachen wie neue oder anstehende Veranstaltungen von Engagement in der Kultur drin, oder eben es wird ein Sommer-Newsletter geben, da sind dann alle, oder Draußen-Newsletter, ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne, da sind dann alle Sachen, die man draußen machen kann, im Bereich Kultur drin, genau. Ja. Ja, dann, ich würde es ungern, ich würde, also wenn Sie noch Fragen haben, immer raus damit, aber ich würde es auch ungern ewig in die Länge ziehen, also fühlen Sie sich frei und nicht gehetzt, aber sonst würde ich es langsam soft schließen, wenn nichts mehr von Ihnen ist. Also ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Es gibt aber auch so eine Perspektive, dass man nicht nur so ins Blaue suchen muss. Und das finde ich sehr gut. Ich werde mir das bestimmt angucken. Ich habe noch eine Frage. Sie nannten das so Eintagswerker. Findet man das auch auf Ihrer Webseite vom Freiwilligenzentrum? Da würde ich an Frau Bartiromo abgeben. Mhm. Die kennt sich damit besser aus. Aktuell noch nicht. Wir sind noch am Homepage-Schreiben. Aber wenn Sie Lust haben, sich in den Pool aufnehmen zu lassen, einfach eine ganz kurze E-Mail, dass Sie gerne über die Kurzzeit oder über das Eintagswerk informiert werden möchten. Und dann bekommen Sie direkt eine E-Mail von der Kollegin, die das Projekt betreut. Momentan ist noch sehr ruhig. Wir haben jetzt die große Hoffnung, jetzt gehen die Sommerfeste und die Schulfeste und die Kulturevents draußen auch wieder los, dass wir dann auch ganz viele tolle Möglichkeiten für kurzfristig Engagierte, die mal Lust haben, am nächsten Samstag 2 Stunden zu machen oder übernächste Woche mal einen halben Tag mit anzupacken, dann aber auch haben und Ihnen das immer zum Angebot dann schicken können. Ja, prima, danke schön. Sonst habe ich keine Fragen. Vielen Dank. Wunderbar. Ja. Dann würde ich es einfach an dieser Stelle langsam beschließen. Sie können ja auch auf jeden Fall, wenn Sie noch eine Frage haben, wir sind da, ob beim Freiwilligenzentrum an sich oder ich bin auch hier, also Engagement in der Kultur, wen Sie lieber anschreiben oder anrufen. Genau, also scheuen Sie sich nicht. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir werden Bescheid geben, wann die nächste Veranstaltung ist, also etwa in 2 Monaten, Juli, vielleicht August, je nachdem, wie es mit den Ferien und Corona läuft. Und dann melden wir uns wieder an gleicher Stelle. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend Ihnen noch.